zum Feindbildung die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat er die Matrossen genommen und stößt auf Spansau vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kriegerleute ist doch geschmolzen, ist doch verfolgt. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur einen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere rekrutieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein aus Missverständnis ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Beruhig mich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.